Harald Glöckler mag Erik Lehmann, aus und vorbei. Er macht die Trennung offiziell. Es war die Liebessensation der vergangenen Wochen. Harald Glöckler bandelte mit dem Politiker Marc Erik Lehmann an. Doch nun ist es schon wieder aus. Nach der Trennung von Ehemann Dieter hätte man Harald Glöckler ein großes Liebesfeuerwerk mit Marc Erik Lehmann mehr als gegönnt. Doch nun spricht der pompös Designer über das überraschende Liebes aus. Harald Glöckler, Marc Erik Lehmann, ihre Liebe ist gescheitert. Noch vor wenigen Wochen schwärmte Harald Glöckler von seinem Liebesglück mit dem Jungpolitiker gegenüber Bild. Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir pflegen eine sehr liebevolle Beziehung. Doch dieses Liebesglück ist nun vorbei. In einem neuen Interview mit Bild verrät er, was in seiner Seele vorgeht. Marc und ich verstehen uns weiterhin sehr gut. Aber ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass ich nach 35 Jahren Beziehung einfach noch nicht wieder bereit bin, mich zu binden. Ein trauriges Geständnis. Weiter offenbart Harald Glöckler, Marc hat mir das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein. Und auch, dass ich wieder glücklich sein kann. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Aber Stand heute bin ich Single. Ganz abgesehen davon ist ein Leben an meiner Seite sicher auch nicht einfach. Diese Einschätzung bestätigt Marc Erik Lehmann überraschend offen gegenüber dem Boulevardblatt Bild. Die letzten Wochen waren sehr intensiv. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, der Mann neben Harald Glöckler zu sein, vor allem, was die mediale Aufmerksamkeit betrifft. Das kam in meiner Partei sicher nicht überall gut an. Ich bin Harald dennoch sehr dankbar für diese Erfahrung. Ich möchte mich jetzt erstmal wieder verstärkt meiner politischen Arbeit widmen und bin mir sicher, dass Harald und ich Freunde bleiben werden. Auch wenn aus uns kein Paar geworden ist. Seine große Liebe wird Harald Glöckler sicherlich auch noch zur rechten Zeit finden. Und dann wird das Herz des extravaganten Designers bereit sein.